Vor kurzem waren wir auf den Diablo 4 PTR unterwegs und konnten jede Menge testen. Zusätzlich hat Blizzard die Patchnotes und deren Änderungen für die kommende Season bekannt gegeben. Dadurch können wir jetzt genau sagen, wo jede Klasse landen wird, abgesehen von eventuell kurzfristigen Änderungen, die Blizzard noch tätigt. Zu den möglichen Änderungen gehe ich später an passender Stelle genau darauf ein, doch erstmal erkläre ich euch, anhand welcher Kritikpunkten ich diese Liste erstellt habe. Alle 5 Klassen haben in den entsprechenden Kategorien den Rang 1 bis 5 erhalten, wobei 1 die beste Note und 5 die schlechteste ist. Diese Liste ist natürlich komplett objektiv und beruht auf meinen Erfahrungen. Speed. Die Fähigkeit, möglichst schnell Helltide, Nightmare Dungeons und anfängliche Grubenstufen abzuschließen. Hier können wir uns auf Änderungen seitens Blizzards vorbereiten. Die Schwierigkeit in den Gruben wird deutlich erhöht. Leveling. Wie schnell und angenehm ist es, mit der jeweiligen Klasse von Level 1 bis 50 oder darüber hinaus zu leveln? Casual. Wie zeitintensiv und schwer das beste Endgame-Build zu spielen ist. Ein besonders komplizierter Übergang zwischen Endgame und Leveling-Build verschlechtert diesen Rang massiv. Endgame. Wie gut die jeweilige Klasse die Endgame-Aktivitäten meistert. Dazu gehören Nightmare Dungeons, Gruben, Überbosse und so weiter. Aber auch, wie viele unterschiedliche Endgame-Builds zur Verfügung stehen. Fun. Sollte selbst erklärt sein, wie viel Spaß die Klasse zu jedem Zeitpunkt des Spiels macht. Ein sehr subjektives Thema. Aus diesem Grund läuft die Kategorie außerhalb der Bewertungskonkurrenz. Gesamt. Eine Zusammenfassung, wo die Klasse im Gesamtvergleich zu allen anderen steht. Wie schon gesagt, die Kategorie Fun wird hier nicht einberechnet. Auf den letzten Rang haben wir den Jäger bzw. Rogue. In Season 1 noch der absolute King, wurde der Jäger immer mehr zum Außenseiter und lauert nun Schatten auf seine Gelegenheit. In der Season 4 erhält er folgendes Ranking. Speed, Rang 2. Nur eine Klasse im Endgame-Build ist schneller unterwegs als der Rogue. Der Dash ist in Verbindung mit Schattenschritt und die vom Jäger zusätzlichen Geschwindigkeitsbuffs geschwindigkeitsmäßig kaum einzuholen. Leveling, Rang 3. Solide, allerdings nicht übermäßig. Die besten Builds hier sind Twisting Blades oder Penetrating Shot. Beide Builds benötigen gewisse Aspekte, die allerdings in Dungeons zu finden sind und können somit einfach über den Kodex freigeschaltet werden. Casual, auf den allerletzten Platz. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Überlebensfähigkeit des Jägers auf den Spielerskill basiert. Zudem müsse man bei den meisten Builds die Fähigkeit des Jägers gut überlegt einsetzen. Endgame, aktuell auf den letzten Rang und das stärkste Build ist im A-Tier und das ist Rapid Fire. Allerdings könnte das Build kurzfristig in S landen. Das liegt aber an den finalen Änderungen des entsprechenden Unix und der Härtungsaffixe. Genaueres erfahren wir erst zum Season-Start. Eine Änderung hier würde den Jäger im Endgame-Ranking 2 Stufen auf Rang 3 befördern. Damit landet der Rogue in der Gesamtwertung auf Platz 5. Der Rogue hat zwar eine solide Levelphase und gehört zu den schnellsten Klassen, allerdings ist mir das Endgame bei weitem nicht variabel genug und die Überlebensfähigkeit ist im Vergleich zu anderen Klassen einfach nur unterirdisch. Im Fun-Ranking ist der Rogue auf 4. Rang, das liegt hauptsächlich an den Speed. Allerdings hat der Rogue nur ein Endgame-Build, das wirklich mit den anderen konkurrieren kann. Das alles zusammen macht den Rogue für mich derzeit unattraktiv. Die besten Level- und Endgame-Builds für Season 4 erfahrt ihr in einem meiner nächsten Videos. Um das nicht zu verpassen, abonniert jetzt bitte den Kanal. Damit unterstützt ihr mich auch zusätzlich in meinem Ziel, die 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. Auf Rang 4 haben wir überraschend den Barb. Durch die letzten PTE-Änderungen hat der Barb etwas am Boden verloren. Zudem erhält er weiterhin keine Hilfe beim Levelprozess. Das Ranking sieht daher wie folgt aus. Speed, Rang 4. Obwohl der Barb einen Sprung und einen Charge hat, reicht das nicht aus, um mit den Geschwindigkeiten der anderen Klassen mitzuhalten, obwohl bis zu Rang 3 nur ein bisschen gefehlt hat. Leveling, Rang 4. Eigentlich müsste man für den Barb und den Rang 5 in dieser Kategorie ein ganz neues System einführen. Das Level mit dem Barb ist immer noch mühselig im Vergleich zu anderen Klassen. Das beste Level-Bild war früher Aufwühlen. Allerdings empfehle ich euch in Season 4 auf die Staubteufel zu wechseln. Diese sorgen dafür,
dass der Barb hier in der Liste von Rang 5 auf Rang 4 gerutscht ist. Er erwartet aber nicht eine reibungslose Levelphase. Pure Casuals, genau im Mittelfeld. Der Barb ist nicht sonderlich schwer zu spielen. Aufgrund der Schreie hat er eine gute Überlebensfähigkeit und hat auch einen ordentlichen Punch. Allerdings ist er auch immer im Nahkampf und vor allem im Early Game im Vergleich zu anderen Klassen weit unterlegen. Endgame. Der Barb hat leider kein S-Tier-Build, aber eine Auswahl von guten Endgame-Builds, die sich alle im A-Tier befinden. Staubteufel, Zornsbarb und auch der Bash-Barb, also mit Hieb, sind nur einige der besten Builds in der Season 4. Im Gesamtranking landet der Barb damit tatsächlich auf Platz 4 und möglicherweise sogar auf den letzten Platz, wenn das Rapid Fire Build vom Jäger wirklich in den S-Tier-Bereich rutscht. Allerdings muss man trotzdem sagen, dass der Barb zu den Stables in der Season gehören wird. Jeder Content ist mit dem Barb ohne Probleme schaffbar. In der Kategorie Fun landet der Barb für mich auf dem 3. Platz. Durch die Änderung am Staubteufel, unterschiedliche Möglichkeiten im Endgame ist Rang 3 sehr solide. Und nur nicht weiter vorne durch das Fehlen eines S-Tier-Builds sowie der sehr schlechten Levelphase. Die besten Builds sind Staubteufel, Hieb oder der Thornsbarb. Zum Leveln empfehle ich, wie schon gesagt, das Staubteufel-Build. Nun zum Rang 3, der Druide. Der Druide ist immer irgendwie im S-Tier vertreten, wird aber meist übersehen und gehört nicht zu den allerbeliebtesten Klassen. Das ändert allerdings nichts an seinen starken Fähigkeiten. Speed, Rang 3. Nur leicht schneller als der Barb, aber nur im richtigen Setup. Im Leveln ist er allerdings auf den allerletzten Platz. Er hat dasselbe Problem wie der Barb. Nur aufgrund der Staubteufel ist hier der Barb etwas besser. Allerdings kann der Druide mit ein bisschen Glück beim Droppen von Aspekten direkt mehrere Ränge aufsteigen. Ich wünsche daher jeden Druiden am Seasonstart eine Menge Glück im Early Game. Für Casuals landet der Druide auf dem 4. Rang. Die meisten Builds benötigen Unix. Das gepaart mit den schlechten Levelerfahrungen machen Druiden zu einem recht unfreundlichen Zeitgenossen für Casual-Spieler. Der Druide ist lediglich nicht auf Rang 5, weil er eine gute Überlebensfähigkeit hat im Vergleich zu dem Rogue. Endgame. Im Endgame muss ich den Druiden auf Rang 2 setzen. Der Vernado-Druiden-Build ist die perfekte Kombination aus Schaden, Überlebensfähigkeit und Geschwindigkeit. Allerdings ist das für mich auch das einzigste valide Druiden-Endgame-Build. Es gibt da zwar noch das ein oder andere Bild, die befinden sich allerhöchstens im unteren Bereich vom A-Tier. Dadurch kommt der Druide im Gesamtranking auf Rang 3. Die fehlende Flexibilität und das sehr schlechte Early Game verhindern hier ein besseres Ranking. Das beste Leveling-Bild ist hier Gewittersturm. Und das beste und einzige Endgame-Bild ist, wie schon erwähnt, der Vernado. Fun auf den allerletzten Platz. Obwohl ich das Vernado-Bild sehr mag, allerdings fehlt mir die Abwechslung und die Levelerfahrung ist immer sehr anstrengend. Dazu kommt, dass alle Builds meist ein gewisses Unique brauchen. Dadurch kann es passieren, dass der Druide immer erst sehr spät in Gang kommt. Jetzt zu den Top 2 der Season 4, der oder die Zaubererin. Speed. Absolut Rang 1. Nichts wird schneller sein als der Mage in Season 4 mit dem Frostbolt-Build. Leveling. Als Zork habt ihr das drittbeste Leveling-Build im Spiel, aber nur, weil eine andere Klasse es beim Leveln mit zwei Builds komplett übertreiben muss. Als Zork habt ihr mit der Feuerwand oder den Kettenblitz zwei gute Optionen. Casual ebenfalls Rang 2. Die Zauberin ist Fernkampf, sehr einfach zu spielen, startet gut und viele Möglichkeiten im Endgame. Allerdings nicht Rang 1, weil das beste Zauberer-Build in der Season nicht leicht aufzubauen ist und auch nicht für Anfänger ist. Endgame, Rang 3. Crossbow-Build seid ihr extrem schnell unterwegs, haltet auch viel aus. Euer Damage ist moderat, dennoch seid ihr nicht ganz so stark wie ein paar andere Klassen. Zudem kann es passieren, dass der Frostbolt-Build durch die Veränderung der Härtungseffekte, die das Flammschild betreffen, enorm in der Überlebensfähigkeit genervt wird. Im Gesamten landet der Mage auf den 2. Rang. Durch viele valide Builds, Frostbolt, Frozen Orb, Kugelblitz und auch Blizzard, die alle Mage hier sind, befindet sich der Zauberer auf Rang 2. Es wäre eventuell sogar Rang 1 gewesen.
Allerdings ist die Klasse auf den ersten Rang derzeit einfach viel zu stark. Dennoch, wenn ihr eine schnelle Klasse haben wollt, mit vielen unterschiedlichen Builds, kann ich euch den Mage nur ans Herz legen. Im Fun-Ranking landet der Mage natürlich auf den ersten Rang. Krasse Abwechslung und eine sehr hohe Geschwindigkeit. Dazu schöne Effekte und ein extrem gutes Early-Game. Alle Voraussetzungen, um im Fun-Ranking Platz 1 zu erreichen. Allerdings kann der Fun im Endgame etwas nachlassen, weil das beste Build hat nur 2 Skills. Platz 1 und wenig überraschend für jeden, der die Patch Notes und auch den Devstream verfolgt hat, der Totenbeschwörer. Der Necro dominiert in jeder Kategorie außer in einer und das ist die Speed-Kategorie. Hier ist er nur auf Rang 5. Kaum Move-Speed-Erhöhung, keine Sprünge, Teleportierung oder sonstiges machen den Necro, egal auf welchem Build, sehr langsam. Dadurch landet er im Speed-Bereich auf den allerletzten Platz. Leveling eindeutig Rang 1. Denn das Leveln als Totenbeschwörer ist ein reiner Witz. Früher schon mit dem Blutwogen-Bild und jetzt auch als Beschwörer. Blutwoge ist schon länger das absolut beste Level-Bild. Aber mit dem Buff zu den Totenbeschwörer-Begleitern ist der Necro im Bereich Leveling auf einem ganz anderen Planeten unterwegs als alle anderen Klassen. Für Casual-Spieler ist der Necro definitiv auf Rang 1. Die Begleiter-Builds von den Totenbeschwörern benötigen kaum spielerische Fähigkeiten. Dies zählt für das Leveln als auch für das Endgame. Spieler mit wenig Zeit können hier schnell Fortschritte erzielen. Zudem sind die Builds auch sehr einfach zu spielen, da der Necro grundsätzlich langsamer unterwegs ist, dies aber mit einem sehr hohen Schadenspotenzial wieder wegmacht. Auch im Endgame ist der Necro auf Rang 1. 2 Endgame-Builds sind hier möglich, die beide im SC sind und die wohl beiden stärksten Builds der Season 4 darstellen. Zum einen haben wir den Boss-Killer, der jeden Boss one-shottet und das mit dem Beschwörer-Bild mit dem Golem. Oder ihr nutzt das Beschwörer-Bild, das ihr auch schon zum Leveln genutzt habt mit den Skelett-Magiern. Dies ist das zweite S-Tier-Bild. Im Gesamtbereich landet der Necro ohne Frage also auf Rang 1. Außer ihr wollt möglichst schnell unterwegs sein. Dann solltet ihr definitiv die Finger vom Necro lassen. Denn das ist seine einzigste und größte Schwäche. Das beste Bild zum Leveln ist der Summoner Necro und im Endgame habt ihr die Wahl zwischen Summoner mit Magier oder mit Golem. Im Fun-Ranking landet der Necro auf Nummer 2, leider nicht Rang 1 aufgrund der mangelnden Geschwindigkeit. Alle Builds spielen sich sehr intuitiv, 2 valide Endgame-Builds sind definitiv im S-Tier, eventuell schafft es aber auch Schattenfäule ins S-Tier. Ich selbst werde als Necro starten. Aber ich werde auch mehr als nur eine Klasse im Laufe der Season spielen. In meinem nächsten Video zeige ich euch alle Level- und Endgame-Builds im Detail. Mit genauer Anleitung und wie ihr am besten in die Season startet und diese auch dominiert. Um das nicht zu verpassen, abonniert bitte jetzt meinen Kanal. Ich bin DJ und don't forget, we are the Shadow.